musst wissen, wie dieser Gematrie Explorer losgegangen ist. Da muss ich immer wieder reinmachen. Das Programm, ich denke mir jetzt einen Andreas aus, der hat das Programm geschrieben. Und da ist es losgegangen, du hast keine hebräischen Wörterbücher bekommen. Und dann hat er folgenden Trick gemacht, dass er hier sich ein kleines Programm geschrieben hat und hat die Wörter, gibt ja Internet-Wörterbücher, Hebräisch-Englisch, die hat es gegeben im Internet, aber keine Dateien. Und dann hat er ganz einfach mit einem Programm in ein Internet-Wörterbuch hat er deutsche Wörter abgefragt, beziehungsweise hebräische Wörter. Das heißt, er hat jetzt ein Programm geschrieben, das fragt zuerst die Radix BR ab. Im Internet, und da gibt es jetzt Internet-Wörterbücher Hebräisch-Englisch. Aber kein Hebräisch-Deutsch. Es hat kein Internet oder irgendeine Datei Hebräisch-Deutsch gegeben. Und diese Internet-Wörterbücher haben natürlich auch, du kannst in den Internet-Wörterbüchern kannst du Hebräisch-Deutsch abfragen, wenn das Internet-Wörterbuch das zulässt. Hm. Aber die hat es zum damaligen Zeitpunkt nicht gegeben, sondern bloß Hebräisch-Englisch. Und jetzt hat er folgenden Trick gemacht. Er hat das Wort Hebräisch-Englisch abgefragt, dann kommen natürlich einige Wörter, was das Wort auf Englisch heißt. Ach so. Und diese englischen Wörterbücher hat er dann wieder rückübersetzt mit einem elektronischen Wörterbuch vom Englischen ins Deutsche. Und dann kommt hier ein Riesenschwall, das ist das, was da oben steht. Das, was bei Nomen steht, ist eigentlich nicht die korrekte Übersetzung von dem Wörterbuch, ich mache es mal folgendes. Ich habe ja ungefähr, ich glaube, sechs Hebräisch-Deutsch-Wörterbücher da. Schriftlich, Papier. Okay? Ich habe sogar als Faksimile dieses Wörterbuch, das Luther zum Übersetzen der Bibel angeblich benutzt hat. Ich rede jetzt normal, muss ich nicht immer dazu sagen. Genau dieses Wörterbuch steht mir zur Verfügung, das der gehabt hat, um die Bibel zu übersetzen. Ich rede jetzt bloß als Brüssel-Udo ganz normal zu dir. Und wenn du jetzt in diesen ganzen Wörterbüchern, das hochinteressant ist, die gehen übrigens rein bis ins 15. Jahrhundert, wenn du da nachschaust, hat sich da natürlich einiges verändert. In dem Langenscheid stehen ja Sachen drin, die zum Beispiel im Gesenius nicht drin stehen. Ja. Und dann groß, da gibt es viele, viele Siegfried und Stade, das sind zwei dicke Oschis, die muss er dann nicht zeigen, das ist ein halbes Bücherregal, nur Hebräisch-Deutsch-Wörterbüchern, aber in der Zeit, jetzt uns ausgedachten Vergangenheit zurückgedacht. Und du wirst feststellen, dass da in vielen Wörterbüchern was drinsteht, was in anderen Wörterbüchern nicht drinsteht. Aber das ist wie Puzzlestücke, die zu dem Wort gehören. Das habe ich ja oft erklärt. Was jetzt hier ist, dass hier Wörter in dieser Reihe da oben Wörter drin sind, die in diesen ganzen Hebräisch-Deutsch-Wörterbüchern nicht drinstehen. Und zwar deshalb, weil diese Nomen, diese unter dem Wort, die ersten Rot-Blau-Schreibungen hier, ist entstanden, indem mit elektronischen Wörterbüchern durch ein Programm ein hebräisches Wort in Englisch übersetzt wurde und diese Englisch-Wörterbücher, die jetzt auftauchen, ins Deutsche übersetzt werden. Und dann bläht sich das natürlich auf, weil wenn wir jetzt hier was reinmachen im Englischen, mir fällt jetzt kein Beispiel ein, wenn du da oben zum Beispiel, wenn du dir jetzt den hier aufmachst, warte mal schnell, was mache ich denn jetzt? Ach, du kannst dir das vorstellen. Wenn du den Google-Übersetzer raufmachst, dann hast du, wenn du jetzt ein englisches Wort übersetzt, ist er hier oft nicht nur ein einzig. Ach, pass auf, wir machen das ganz einfach so. Mir fällt jetzt nichts ein. Siehst du, jetzt habe ich wieder die Situation, ich will jetzt den Amaretto wieder was erklären. Du geh doch ganz einfach, wenn du jetzt zum Beispiel Leo auf, magst du mir, geh mal englisches Wort ein, kommt ja ein ganzer Schwall von Übersetzungen. Ja. Jetzt bist du dabei. Und das verteilt sich dann, wenn ich es wieder in eine andere Sprache übersetze. Wenn wir jetzt dieses eine englische Wort, würden wir uns denken, das wäre dasselbe mit einem englischen Wort. Wir machen in Leo, geh mal ein englisches Wort ein. Dann kommt ein ganzer Schwall von Übersetzungen. Ja. Diese ganzen Übersetzungen, die jetzt angegeben sind, übersetzen wir dann ins Deutsche. Jetzt passiert aber Folgendes, wenn du ein deutsches Wort eingibst in Leo, und würdest das auf Englisch übersetzen, kommt der ganze Schwall englischer Wörter. Ja. Und er hat jetzt Folgendes gemacht, er hat praktisch hier das hebräische Wort eingegeben, dann kommt ein Schwall deutscher Wörter und jedes dieser deutschen Wörter hat er dann wieder übersetzt. Und dann kommen natürlich viele Unterformen, genau, die normalerweise direkt gar nicht mehr mit dazu in Verbindung stehen. Kann hier passieren.
Und diese Wörter, die hat er hier dann, die da rauskommen sind bei dem Akt, die hat er hier dann eingetragen. Das ist mit einem Programm entstanden, nicht mit der Hand. Verstehst du, das war ein kleines Programm, das das selber generiert hat aus sich. Und dann ist da hier, und die sind alphanumerisch geordnet. Und dann habe ich gesagt, Menschenskind, dann, das war das erste Urprogramm vom Gematria Explorer, das ist so hinderlich, weil die dann alle durcheinander sind. Es wäre sinnvoll, wenn man jetzt wüsste, was in den normalen Wörterbüchern drin steht. Und dann haben wir gesagt, okay, er hat dann alle Wörter, die hier rot eingefärbt sind, die findest du in den klassischen Hebräisch-Deutsch-Wörterbüchern. Und die überbleiben, das sind praktisch Zurückübersetzungen. Hast du das verstanden jetzt? Den ersten Teil vom Satz bitte nochmal. Also pass auf, da waren jetzt durch diese Rückübersetzungen, da kommt ein Riesenschwall von Wörtern. Und diese Wörter wurden hier alphanumerisch angezeigt. Ja. Das ist programmgeneriert. Und dann irgendwann, nach einigen Jahren, jetzt in der Zeit gesprochen, ist dann das erste hebräische, die Datei mit Hebräisch-Deutsch-Wörterbüchern aufgetaucht. Die waren natürlich hier alle dabei. Da habe ich gesagt, es wäre sinnvoll, wenn man das sehen könnte, welche dieser Wörter auch in Hebräisch-Wörterbüchern drinstehen und nicht bloße Rückübersetzungen sind. Ach so. Und dann hat der Andreas ein kleines das Programm umgeändert, dass die Wörter, die du jetzt auch in Hebräisch-Wörterbüchern findest, dass die rot eingefärbt werden. Ach so. Aha, merkst du, da ist immer wieder ein Wissen im Hintergrund. Und erst wenn man das weiß, weiß man, warum das so ist. Okay? Mhm. Das heißt, alles, was hier oben rot ist, hat nichts mit unserer roten Farbe im klassischen Sinn zu tun, symbolisch, sondern dass die Wörter findest du auch in irgendwelchen, nicht unbedingt in jedem, aber diese Wörter sind in irgendwelchen hebräischen Wörterbüchern drin. Dasselbe gilt natürlich jetzt bei den Farbenmunden. Jetzt das Grüne hier unten, da hat er lange, da musste er knacken, weil die Itzhak-Luria-Akademie, dieser von Dunin, den ich mir jetzt ausdenke, der hier das Denach-Programm geschrieben hat, das ist zwar kostenlos und der hätte es gern gemacht, aber da gibt es Satzungen von dem Itzhak-Luria, dass die Dateien nicht raus dürfen, die sind verschlüsselt. Hat natürlich der Bruno, hat es geknackt. Das hier unten, wenn du diese Radix in dem Denach eingibst, dann zeigt er dennoch das als Übersetzung an. Mhm. Pass auf, mach mal ganz kurz auf. Dennoch, müssen wir jetzt gar nicht so viel rumtun, wenn wir hier aufmachen und ich mache das Beroshit, siehst du das? Ich lasse das Beroshit übersetzen, dann hast du hier im Anfang in Anfang Erstling, beste Erstlingsbuch von bis hierher. Das hier, egal welche Radix wir jetzt machen, alles was hier schwarz geschrieben ist, bis zu den Extern, das ist externes Wörterbuch heißt es. Das zeigt, das ist jetzt eine von jüdischen Gelehrten, ich rede jetzt raumzeitlich, Rotterdam, die Itzhak-Luria Kabbalah-Schule, die übersetzen es so, darum sage ich immer wieder, wenn ich das Grüne jetzt nehme, das sind original jüdische Gelehrte, die diese Radix so in der klassischen deutschen Übersetzung wird je nachdem, an welcher Stelle dieses Wort auftaucht, das ist so übersetzt. Mhm. Okay? Also ich habe die ganze Zeit auch gedacht, dass dieses Grün auch irgendwas mit der Schreibweise, der Denkweise zu tun hat. Das hat er nur grün gemacht. Das Grün ist einzig und allein aus dem Denach-Programm, darum sage ich immer, wenn ich das kurz anspreche, so diese Radix, wenn auftaucht, auch in einer hebräischen Tageszeitung, kann das, was da unten steht, so wird es übersetzt. Je nach Kontext. Ja, jetzt ergibt das Sinn. Weil ich hatte schon richtig Bammel, so es gibt ja auch Texte, da ist noch lila und gelb und alles. Alter, pass auf, ich erkläre dir, das wurde ja sehr spät erst hinzugefügt. Ja. Die Schwierigkeit ist außerdem, dass dieses Programm hier ist nicht mit Unicode oder Standard geschrieben. Du kannst hier zum Beispiel das zwar kopieren und innerhalb dieser Kopien im Programm arbeiten, aber du kannst das nicht reinziehen in ein normales Dokument, weil das hier, auch hier, das kannst du zwar, wenn du da was machst, das ist kein Unicode, das ist eine eigene Norm, das ist also nicht kompatibel mit irgendwelchen Windows- oder Standard-Internet-Schriften. Ja, krass. Okay? Und dasselbe gilt für das da unten. Das heißt, nachdem er das entschlüsselt, nachdem er den Code geknackt hat, weil das ist verschlüsselt, diese Dateien.
Das Wörterbuch, wo in dem Programm drin ist, kannst du nicht einfach anschauen. Das ist verschlüsselt und er hat es geknackt und dann hat er das da mit dran gehängt. Okay? Das war ist aber noch nicht so lang drin. Das war jetzt der erste, der Uhr. Dies da oben war zuerst einmal nur alles blau mit Rückübersetzungen. Dann haben wir irgendwann einmal ein reines hebräisch Internetdatei gefunden im Internet nach Jahren. Dann hat er hier die in der Internetdatei in den Wörterbüchern drin waren, hat er dann rot eingefärbt, dass man genau weiß, wenn es rot eingefärbt ist, das steht auch. Schau, das Reinigungsmittel, Bar heißt nicht Reinigungsmittel, das kommt von Reinheit und in Rückübersetzung kommt dann der Reinigungsmittel raus. Ach so, ja. Okay. Und der Balken, die Bar, hat nichts zu tun mit der Bar, mit dem Nachtlokal, sondern das Wort Bar ist entstanden Nackt. In alten Wirtshäusern. Wir reiten zum Beispiel mit unseren Pferden und wir kommen an ein altes Wirtshaus, wo wir übernachten wollen oder was trinken wollen oder was essen wollen. Und da hat man irgendwann jetzt in der Etymologie, wir bauen jetzt übrigens Vergangenheit auf, das muss dir bewusst sein, gell? Ich mache jetzt, ich dehne mich mit Worten in die Vergangenheit, da hat man dann irgendwann einmal den reinen Schankbetrieb, wo nur was ausgeschenkt wurde und wo Leute was essen wollten, hat man mit einem Barren, mit einem Balken getrennt. Und da kommt das Wort Bar her etymologisch, laut Wörterbüchern. Okay? Mhm. Und da wird natürlich aus der Bar dann plötzlich in einer Rückübersetzung ein Bistro. Ach so, ja klar. Verstehst du, wenn das Wort Bar über Begriff Bistro hat überhaupt mit dem gar nichts zu tun. Das kommt aus dem Wort Barren, Balken. Das sind all die Wörterbücher, nennen ja den Balken einen Barren, eine Kurzform ist Bar davor. Okay? Dann die Reinheit ist ja schön, in deinem Kopf ist eine Einheit. Da könnte ich jetzt sagen, da passt das rot geschriebene, wenn wir nach dem anderen Strichchen reinmachen. Also das ist jetzt klar, okay? Ja. Jetzt kommen wir da runter zum Kommentar. Der Kommentar, was hier Kommentar heißt, das ist hier das Extern. Das ist das, was ich gemacht habe. Jetzt ich meine ich den Udo. Ich habe jetzt hier ein externes Wörterbuch angelegt und habe zuerst einmal, was in dem Extern drin steht, Quere heißt lies es so, das ist ein Begriff aus der hebräischen Grammatik oder der Lehre. Quere ist das hebräische Wort, lies es auch so. Also lies, wir müssen da wieder rein. Schau, da kommt jetzt Quere, lies B, rasch, it. Das heißt, in diesen Kopf. Jetzt mache ich die Übersetzung, im Kopf ist eine plus-minus intellektuelle Erscheinung. Hier unten wiederum kann ich nur zwei Farben einstellen in dem Dennach-Programm, nämlich dieses dünnere, die Tricks und Rot. Das muss man in dem Dennach-Programm, das ist ein ganz eigenständiger Satzort. Also so war es früher. Mittlerweile kann man alle Farben einstellen. Das war ja, wie das geschrieben wurde, war ja noch das Dennach-Programm 1. Wir sind ja mittlerweile bei Version 5. Da ist aber die Ursubstanz bleibt gleich. Du kannst nach wie vor nichts rauskopieren. Das heißt jetzt hier, ich habe das Extern ist immer rot in dem Dennach-Programm. Und ich kann aber was so gräulich einstellen. Das muss ich mit Codezeichen, muss man das dann programmieren. Okay? Das heißt jetzt hier, da mache ich jetzt eine kleine Erklärung dazu in dem Quere. Jetzt mache ich da nochmal eine Erklärung. Das ist B-R-Rasch. Wenn du B-Rasch heißt ja im Kopf. Rasch, eigentlich spricht man das ja Rosch aus, aber das Aleph, hier die Zeichen, da kann ich auch keine hebräischen Zeichen reinsetzen. Das geht mittlerweile übrigens auch. War aber in der alten Version nicht möglich, wie ich das gemacht habe. Und dann habe ich eben das so festgelegt, dass ich zum Beispiel, habe ich irgendwo ein Sain, müsste ich weiter runterfahren, passt aber, dass ich hier eine kleine Erklärung dazu geschrieben habe, nochmal mit einem kleinen Unterkommentar. Ich habe also hier ungefähr, da müsste ich anlegen, ich glaube 37.000 Wörter in dem Dennach-Programm habe ich einen Kommentar dazu geschrieben mit der Hand. Das ist das hier. Das ist das hier. Der Witz ist, das war, siehst du ja nur rot. Das heißt, wenn du das jetzt raustust, das ist eine Textdatei. Ja. Da wird dieses Grauwort erzeugt, indem ich da nur Sonderzeichen dazwischen mache. Das ist so, wie wir bei Skype was eingeben. Du hast die Sternchen vor und nach einem Wort. Ja. Machen das fett. Genau so ist es. Das ist prinzipiell rot. Also hier in dem Ding ist es da in der Textdatei ist es schwarz. Ich könnte ja mal in die Textdatei reinschauen lassen, aber das können wir uns ersparen. Und dann kann ich durch Sonderzeichen, kann ich das dann so leicht eingrauen. Diese Datei habe ich dann in Andreas gegeben. Und da war das natürlich hier nur schwarz, wie er das reingehängt hat. Ja.
in einer Elterngema-Tri-Explorer-Version, da haben wir ja jetzt auch mittlerweile, was nicht welche Version, da 396 ist das mittlerweile. Ich habe dem nur die Dateien gegeben. Der hat es dann zusammengebastelt und dann kommt irgendwann einmal, wo wir sagen, Mensch, verdammt, da wäre es nicht schlecht, wenn wir da rot-blau hätten. Und jetzt ist es, da stimmt jetzt, schau, das ist ausgebessert. Und dann hat er, weil das ja nur eine Textdatei ist, hat er ein kleines, hier in diesem Abschnitt, ein eigenes Programm in seinem Programm reingeschrieben. Das ist nochmal nur eine Textdatei in schwarz, dass wenn hier Aufzeichen Query, macht er das automatisch rot. Okay? Und zwar bis zu den Zeichen plus Querstrich. Ah. Ab den Zeichen minus bis zu dem Endzeichen macht das blau. Dass das plus minus, wo ich geschrieben habe, das haben wir dann. Der Witz ist, ich habe tausende von Einträgen, wo ich zwar da einen Kommentar dazu geschrieben habe, aber ich dieses Schema nicht konsequent einhalte. Dass ich weiß, wenn ich mache von dem Anfang an, von Query bis zu dem Pluszeichen, muss es rot sein, Querstrich minus, bis zu den Schlusszeichen muss es blau sein. Und dann kann immer wieder Anführungszeichen bis zum Pluszeichen rot, minus bis zum Endzeichen blau. Da funktioniert es jetzt. Das ist aber, bei Elternsachen halte ich das Schema nicht genau ein und dann ist das Minus auch rot geschrieben. Müssten wir jetzt einfach bloß ein paar Worte angeben? Weiß ich, Kopf. Ist natürlich jetzt wieder. Schau. Ja, da ist auch schon. Also es sind mehrere Zeichen, wo das immer rot ist, obwohl hier da oben dann das eigentlich nicht blau sein müsste. Okay, verstehst du das ungefähr? Ja, also diese Zeichen wie jetzt Plus und Minus sind eigentlich so eine Art HTML-Codes. Das ist immer, das Rot ist immer geistig. Das ist B, heißt im Kopf. Siehst du BR, rot geschrieben im Kopf. Ja. Wenn wir BR blau machen, ist es eine blaue Berechnung. Polare Berechnung. Aber jetzt diese, hinter dem Kopf, dieses Plus, ne? Und dann kommt ja Schrägstrich Minus. Das heißt, es ist verbunden und Minus, Schrägstrich Minus ist die Blaulesart. Also das ist da jetzt... Unten, schau da unten hin. Diese Buchstaben haben hier diese Symbolik. Aber ich meine jetzt, bei dem Plus unten, wenn wir jetzt mal die letzte Zeile unten angucken, ja. Dieses Plus ist quasi nur eine Befehlseingabe? Richtig. Ach so. Hier, ich habe zwar Plus, Plus steht für Rot und Minus steht aha, für Trend. Okay. Kannst auch zusammen, Rot ist ja alles zusammen, ist ja nicht denkbar. Schau, wenn ich jetzt zum Beispiel DA eingibt, das ist ja so eine Sache, ich sage immer wieder, wenn was nicht existiert, ist es trotzdem da. Jetzt pass auf, wenn ich jetzt DA eingib und ich mache jetzt das Rot, dann heißt es geschlossen und A heißt Schöpfer oder Schöpfung, dann könnte ich jetzt zum Beispiel lesen, eine geschlossene Schöpfung. Es ist immer noch da. Es ist geschlossen im Schöpfer. Und in dem Moment, wo ich da das Wort da als existieren nehme, komme ich in den getrennten Bereich, dann hast du es an der geistigen Oberfläche geöffnet, das ist die Schöpfung. Das heißt, das blau geschriebene da heißt existieren, ist nur ein anderes Wort für existieren. Und das rot geschriebene da ist geschlossen im Schöpfer. Das ist eigentlich im Meer, aber es ist keine Welle. Und dann gibt es ja noch so eine Wellenzeichen und ist größer als und so. Sind das auch alles nur Befehlseingaben? Nein, hier, das ist jetzt nur die Welle. Hier die Welle zum Beispiel, da will ich zeigen, dass das da unter eine geöffnete Schöpfung ist, eine Welle. Das ist übrigens auch, da ist am Anfang sind nur Strichchen dort. Erst ab einer gewissen Zeit, wo ich Sachen eingegeben habe, habe ich dann mich einheitlich an eine Normierung gehalten. Ich habe dann sehr viele nachgebessert, aber nicht die ganzen Bader 30.000, wo ich eingegeben habe. Mittlerweile ist es ja so erweitert, der Redo hat sich hingesetzt, der hat den kompletten Langentscheid. Moment, ich muss nachlesen. Im Langentscheid sind 30.000 Hauptstichwörter drin und insgesamt bestimmt über 50.000 Unterbegriffe, wenn du es durchblätterst. Ich habe nur den Langentscheid, die Haupt,
Schlagstrich, wenn du einen Langentscheider mal aufmachst, da ist ja immer ein grundradiges Wort und dann kommt ja oft anderthalb Seiten, oft eine Seite Unterbegriffe, die mit dem Wort zusammenhängen. Da sind fast nur die Hauptbegriffe eingegeben worden. Der Redo hat dann komplett den kompletten Langentscheid mit der Hand eingegeben. Das geht nur mit Programm. Bitte? Das geht nur mit Programm, sowas. Sowas wird ja Monate, es gibt den Langentscheid, gibt es nicht als Datei, das ist geschützt. Also. Und dann ist es, dann kommt natürlich hier, dann kommt noch der DIP. Der Redo hat für sich dann selber diese DIP-Datei, siehst du, hat er das dann die Farben oft angepasst, das müsste man jetzt je nachdem, was für Wörter du halt hast. Wenn man jetzt zum Beispiel, ich gehe mal da ganz kurz nochmal den Kareb, also Korban heißt Opfer. Okay, das ist, wird meistens mit Opfer übersetzt. Eine Darbringung, jetzt pass auf, interessant, Kor selber und Ben. Da haben wir ja den Ben hinten. Und wenn du das Kor machst, das ist eine affine Berechnung, blau, darum nenne ich das immer so. Und das ist das Wort für kalt, fleckig. Jetzt ist wie alternieren, bei kalt denkst du immer an alternieren. Alt ist alternieren, kalt. Und dann erzeugst du natürlich irgendwelche Facetten in dir. Und die symbolisieren wir mit Ecken. Dann wird es dann fleckig, wenn du alternierst. Sehr interessant übrigens, sehr interessant ist das Wort Mauer oder das Wort Wand, wenn man das wieder rückübersetzt, aber ich will da nicht so weit reingehen. Ja. Dann haben wir praktisch hier eine kalte, polare Existenz und kalt, ja, ich will jetzt da nicht so arg ins Detail gehen, was mir wichtig ist, was ich dir zeigen wollte, dass also hier, schau her, da habe ich jetzt so eine Situation, da habe ich geschrieben, Quere, eine affine Rationalität. Mit der Welle müsste eigentlich blau sein. Das ist nicht blau, weil wir hier vorne nicht dieses Hin, dieses Plus stehen haben. Ja. Mit dem Quersch. Das ist noch eine alte Eingabe von mir. Schau, K-Alt, alternieren. Das müsste normalerweise, das T hinten müsste blau sein. K-Alt, rot, dann Plus, Querstrich, Minus T, alternieren. Verstehst du mich? Mhm. Und in der DIP-Datei hat der Redo das jetzt ausgebessert. Siehst du, das widerspricht sich hier. Ja, Karl das heißt stimmt. Gott wie nichts und jetzt macht er das halt einfach bloß auf und dann kommt die Erscheinung. Ach so. Oder hier das Alternieren. Aber hier oben, schaut, es widerspricht sich, weil das ist noch so eine meiner ersten Eingaben und da hier ich mich an die Norm nicht gehalten habe, wenn ich das Karl mache mit Plus, Querstrich, das davor ist rot, ist das hier komplett rot geschrieben. Ja. Jetzt sind wir dabei. Und was in dem Kommentar aber wichtig ist eigentlich, ist, dass da mal hier diese Wörter, wenn da welche sind, das sind die, wo auch im Langentscheid noch mit drin sind. Das sind ja viele Wörter, modernere Wörter, zum Beispiel, wenn man den Mechschep nehmen. Schau, das ist der Computer, Datenverarbeitung, elektronische Rechnungsführer. Der Rechnungsführer, den findest du natürlich hier in die Elternwörter, den Computer findest du in die Elternwörterbücher nicht. Das Wort Mechschef, das Wort Computer ist auch im Mose drin. Das ist der Rechnungsführer vom Pharao. Das ist dasselbe Wort, das heißt, in der Bibel steht das Wort Computer. Ist natürlich logisch, sagt jetzt der zeitlich denkende Mensch, die hatten ja damals noch keinen Computer, aber der Rechnungsführer wurde dann in der modernen Zeit zum Computer. Und selbst der Rechnungsführer hier, die Juden übersetzen das eigentlich gar nicht so. Und das rechnend, abrechnend, planend, berücksichtigend, das ist jetzt das von den Juden. Das hier, Computer und Rechnungsführer, findest du in jedem modernen Wörterbuch bei diesem Wörterbuch. Schau. Und da ist jetzt diese praktisch die Dennach-Übersetzung. Und hier beim Kommentar siehst du in schwarz, wenn du hier in der Kommentarzeile was Schwarzes hast, das steht hundertprozentig sicher im Langentscheid. Das sind nur meine Quere-Übersetzungen aus dem Dennach. Okay? Und du merkst jetzt, dass man hier viel erklären muss, diese komische Farbgebung hier oben, die eigentlich nicht richtig passt, wenn ja. Da wäre sinnvoll, die hätte man zum Beispiel schwarz gemacht. Oder die blau und die schwarz. Ja. Wenn jetzt die blau eingefärbt wären und die schwarz, das wäre sinnvollere Darstellung. Aber das dürfte ja eigentlich vom Programm her gehen, oder?
denke ich mir gerade, dürfte kein Problem sein. Müsste der Udo jetzt aber beim Andreas anrufen und sagen, das soll er einen machen. Das hätte ich schon vor Ewigkeit machen sollen, aber wieso? Ich habe, schau, jetzt habe ich dir so eine schöne Sache erklären können. Da wäre ich ja schon wieder mit was nicht einverstanden. Weißt du, wenn sich das ergibt. Das wäre jetzt ein Nicht-Einverstanden-Sein mit dem, was ist. Weil ich es besser machen will. Es geht nicht darum, dass du die Sachen besser machst, sondern dass du lernst, mit dem einverstanden ist, was ist. Was ich hier unten gemacht habe, das ist was anderes. Diese Verbesserung bezieht sich nicht auf, das will ich nicht mehr und das will ich, das erkläre ich zurzeit immer wieder. Ich tue mal wieder mein Bild hermachen. Ich glaube, wir lassen das. Du merkst jetzt schon. Und die Tipps jetzt, die haben sich extrem erweitert. Das hat nur bei der Tipp-Datei. Der Redo hat sich eine Datei angelegt, wo sämtliche Holofeeling-Schriften drin sind. Und immer wenn er jetzt, er hat sich dann die Mühe gemacht, jeden Suchbegriff, den Suchbegriff abzusuchen, die ganzen Holofeeling-Schriften, wo diese Radix vorkommt, wo ich die irgendwo erkläre und hat dann diese Erklärungen hier, wenn sie sinnvoll war, hier in den Tipp mit reingeprogrammiert. Der Redo arbeitet seit Jahren von morgens bis abends an diesen Dateien. Er macht nicht das Programm, er macht nur die Dateien und gibt ihnen Andreas weiter und dann kommen immer wieder Updates. Krasser Scheiß. Ja, die arbeiten, ich sag ja, bei dir ist es selbe in Grün, du wirst irgendwann nochmal auch sagen, ich arbeite nicht für Gott, ich glaube nicht an Gott, ich arbeite für ihn. Ja, aber glücklicherweise auf die nicht technische Art hoffe ich doch. Alles ist gut.